Ein Traum in Weiß, aber vielleicht längst der wahr gewordene Albtraum einer Braut, falls sie denn jetzt ihr Kleid sucht und nicht weiß, es ist in sicheren Händen. Angefangen hat der Fall vergangene Nacht. Kurz vor 12 kommt ein Gast aus dieser Bonner Kellerdisco und stößt auf diesen Koffer. Kein Besitzer weit und breit, die Neugier siegt, der Mann guckt rein und findet darin nichts als ein voluminöses Brautkleid und einem Stoffsack. Offenbar einfach stehen gelassen im Bonner Nachtleben. Da denkt der Finder sofort an Gabi. Das ist nicht etwa eine schusselige Braut aus dem Bekanntenkreis, auch keine vergessliche Schneiderin. Es ist die gemeinsame Anlaufstelle Bonn-Innenstadt der Polizei. Dort arbeitet seit 12 Jahren Michael Zeitzen, im Viertel bekannt als Joe. Fundstücke hat der 61-jährige Fußstreifenbeamte hier schon öfter entgegengenommen. Aber sowas? Wir wissen nicht, wo es hingehört, wer jetzt gerade traurig in der Welt da steht und vielleicht einen Termin verpasst. Vielleicht kann dieser Kleidersack dabei noch helfen. Er hat ein paar arabische, persische Schriftzeichen. Dem kann die Polizei aus Zeitgründen jetzt nicht weiter nachgehen. Wir versuchen es in der Produktion des Beitrages per Google-Übersetzer. Anbieter der besten Krone und des besten Hochzeitskleides. Und eine Adresse? Champs-Élysées, ist es Paris? Nein, es stellt sich schnell heraus. Eine Einkaufspassage im iranischen Teheran heißt auch Champs-Élysées. Und dort gibt es auch dieses Brautgeschäft. Leider ist es laut Internet bis morgen geschlossen. Unsere Anrufe bleiben bisher unbeantwortet. Aber es spricht dennoch vieles dafür, dass es sich um eine persische Hochzeit handelt, die durch den Verlust des Kleides jetzt in Gefahr ist. Und vielleicht hat nicht die Braut das Kleid verloren, sondern ein verschmähter Liebhaber hat es ihr gestohlen, weil er die Hochzeit mit einem anderen verhindern will. Wir wissen es nicht. Wer Licht ins Dunkel bringen kann, ist bei der Gabi in Bonn herzlich willkommen. Dort wird das Kleid in den nächsten Tagen noch bleiben, bevor es zum städtischen Fundbüro geht.